Ich bin oder versuche es zu sein Staff Sergeant Dunn. Das ist der Squad Leader, also der Anführer dieser kleinen Einheit, die sich da durchschlagen muss und ist jemand, der aus den Südstaaten kommt und eigentlich ein klassisches Abziehbild eines mutigen, todesmutigen, vielleicht sogar ein bisschen todessehnsüchtigen Soldaten, der ja, wie gesagt, wie so eine Vaterfigur für seine Jungs darstellt und mit aller Härte und aller Entschlossenheit da durchgeht und das dann leider auch mit seinem Leben bezahlt. Ein Wolf in der Falle beißt sich das Bein, aber um zu überleben. Ja, passt besser drauf. Na los! Der Knochen ist durch, mich hält nur noch Fleisch und Uniform hier fest. Die Sachen, die wir aufnehmen, die nehmen wir aus Gründen der Lippensynchronität, weil das Spiel noch nicht fertig ist, auf das gespielte Material der Jungs auf, die da eben verkabelt mit Motion Capture durch die virtuellen Räume rennen. Das habe ich so noch nie gemacht. Irish, the worst thing we can do in a situation like this is panic. Also wo es wirklich um Storytelling geht und wo es auch wirklich darum geht, sehr komplexe und auch ungewöhnliche Geschichten zu erzählen, was natürlich für mich total spannend ist. Also das ist eben genau da, warte ich eben darauf, dass es da eine Verbindung geben wird zwischen Film und wo die Schauspielerei als solche auch einfach dann nochmal ein ganz anderes Niveau und eine ganz andere Wichtigkeit dann haben wird, glaube ich, in Videospielen. Und das ist, bin mir sicher, in kürzester Zeit wird das auch so sein. Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Oh, Schissdreck. Danach sagt er doch auch irgendwie, come on oder so. Jetzt Kim! Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Das kriege ich auf jeden Fall zusammen. Super. Also ich finde, er passt super auf die Rolle. Finde ich ziemlich klasse. Wir haben uns ziemlich lange unterhalten. Er wollte viel wissen über den Dunn und was das für ein Kerl ist. Und dann hat er sich ein bisschen Gedanken gemacht und jetzt ist er einfach Dunn. Rebecca, ich brauche deine Hilfe! Und das ist unfassbar. Also das ist Wahnsinn, was da, wie das grafisch aufgelöst ist, ist einfach unfassbar. Also das sind kleine Kunstwerke. Da bin ich schon wirklich sprachlos. Also wie die da mit Raum umgehen, mit Licht, Oberflächen von Wasser, weiß ich nicht, Funkenschlag, Feuer. Das ist Wahnsinn. Also wenn ich mich daran erinnere, wie das früher aussah, als ich angefangen habe zu spielen und wie das jetzt aussieht, das ist irre. Take deep breaths, son. You got the intel? Yeah, got it. Nice play. Shit. It's already daylight. We gotta get to the Aber sich vorzustellen, dass man das Spiel durchspielen kann und ich dann immer von links und rechts da reinschreie, das finde ich schon find ich sehr spannend. Also ich bin dann echt gespannt auf das fertige Spiel und wie das ist und wie sich das anhört und auch natürlich, wie es aussieht. Wenn das rauskommt, versuche ich das mal zu spielen, dann gucke ich mal. Das muss ich machen, auf jeden Fall.